Hallo und herzlich willkommen zurück im ATS American Truck Simulator. Und ja, das, was ihr hier seht, ist unser neuer LKW. Ich habe einige Fahrten hinter mich gebracht und habe jetzt nach gut einer Stunde ein Endergebnis vorzuweisen. Ich habe wirklich. Ich zeige euch das gleich alles mal. Wir steigen einfach am besten gleich mal ein. Ich habe mir hier einen Freightliner FLB gekauft. Das ist eine Mod. Also ein Mod-LKW, der ist nicht im Spiel inbegriffen. Und ich habe hier so einiges eingefügt. Ihr seht ja hier, wir haben hier Totenköpfe am Lenkrad und hier oben noch ein Funkgerät und Wunderbäume und eine Fallout-Figur und eine FC Liverpool-Tasse und Kippen. Und ihr seht das ja selber alles, was hier drin verbaut ist. Ja, wir können nochmal von hinten gucken. Hab hier ziemlich, ziemlich viele Farbvarianten genommen. Der Skin ist hier der Rhino Rock Transport Skin. Ich fand den ganz cool. Und wenn ihr mal ganz genau guckt, kann man hier ranzoomen. Ne, das sieht man wahrscheinlich nicht. Ganz genau aufs Nummernschild guckt, da steht Oregon drauf. Und das hat die Bewandtnis. Wir haben jetzt nämlich auch das neueste DLC Oregon mit dabei. Das habe ich mir auch besorgt. Und ich würde sagen, unser Ziel wird es sein, hier oben mal hinzufahren und uns Oregon mal anzugucken. Wir sind natürlich jetzt wieder ganz hier unten in Roswell, weil das unser Stützpunkt quasi ist. Ich wollte noch mal schnell mit euch zur Werkstatt. Ich habe nämlich was sehr Wichtiges vergessen. Und dann gucken wir uns mal den nächsten Auftrag an. Ja, ein richtig cooler LKW. Ich mag ja eher wie soll man das sagen, zwar schon amerikanische LKWs, aber diese, ja, diese geraden abgeschnittenen vorne, nicht die mit der langen Schnauze. Und der ist halt wirklich cool, auch hier oben mit den Anbauten. Wir schmeißen mal den Motor an. Das ist schon sehr geil. Und wenn man das Licht hier, habe ich erstmal, nee, Scheibenwischer brauchen wir nicht. Grünes Licht innen drin. Scheibenwischer aus, hallo? Genau. Wenn man hier Licht anmacht. Oben auch die Scheinwerfer, alles beleuchtet. Nach und nach schalten wir auch mehr frei und dann wird es auch mehr Anbauten geben. Wir steigen mal ein. Und wenn man hier, wie gesagt, blaue Beleuchtung der Instrumente und grünes Licht innen drin. Ich hätte mir hier auf dem Beifahrersitz anstatt eine Kühlbox auch eine nette Lady setzen können. Ich zeige euch das mal gleich in der Werkstatt. Ich habe mir da so einen Mod geholt. Der ist halt ein richtig geiler Sound. Ich hoffe, die lassen mich jetzt hier raus. Auch die Sitzposition hier mal angepasst. Du lässt mich raus, Junge. Lass mich raus. Danke. Wir müssen noch mal in die Werkstatt. Ich habe nämlich so ein, ja, wie nennt man das denn? Eine Anzeige vergessen, die, gut, wir haben jetzt keinen Mauszeiger, die würde vorne links an der Windschutzscheibe montiert sein, wo man dann halt sieht, wie viel Kilometer man gefahren ist bei dieser Lieferung und wie viel Sprit man noch im Tank hat und etc. pp. Aber der Truck gefällt mir halt richtig gut. Das ist schon sehr geil. Auch hier hinten kann man rein. Harvins Big Rig Customs. Sehr cool. Oh, es geht weiter. Allein der Sound ist halt wirklich sehr geil. Klar, wir fahren jetzt viel zu schnell, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Ja, ich habe einige Fahrten gemacht, offscreen, habe mir ca. 80.000 Dollar erspielt, sind jetzt Level 7. Kann ich auch gleich mal zeigen, in was ich meine Punkte investiert habe. Und ja, ich hatte ca. 80.000 Dollar, habe mir dann noch 100.000 Dollar von der Bank besorgt. Und habe dann hierfür auch tatsächlich 140.000 Dollar auch ausgegeben. Kann mal den rechten Spiegel anmachen. Ja.
Ist mir egal. Muss ich mitleben. Jetzt erstmal. Auch, dass ich hier bei Rot über die Ampel fahre. Weiß ist jetzt nicht ganz simulationsmäßig, aber ich will jetzt einfach schnell zur Werkstatt und mit euch dann noch eine Fahrt machen. Ups. Und dann fahren wir auch wieder nach Straßenverkehrsordnung. Aber was will so groß? So, da vorne ist die Werkstatt. Ich habe auch noch mal ein bisschen an den Grafikeinstellungen geschraubt. Ich habe die Skalierung jetzt mal auf 400 gesetzt. Da vorne ist wieder unser Alien. Und das hat schon einiges ausgemacht. So. Einmal bitte rein hier. Nee, ich will nichts hier, genau. Aufrüsten. Hier. Genau, und hier wäre dann hier der Onboard-Computer. Genau. So. Dann würde ich aber gleichzeitig den. Wie ging das nochmal? Genau, hier. Dann würde ich gleichzeitig hier die Totköpfe mal rausnehmen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu. Ja, wie soll ich sagen? Kann man da nicht irgendwas Kleineres? Nee. Machen wir sie mal weg. Ist zu pompös. Ja, und was ich euch noch zeigen wollte, ich kann mir hier auch anstatt eine Kühlbox, setzen wir uns mal hier die gute Melissa dahin. Gibt einmal mit und einmal ohne Strumpfhose. Dann gibt es noch Luke Skywalker und Lord Vader. Und ich habe mir dieses SISL Interieur Pack geholt. Und hier gibt es wirklich hunderte von Sachen. Hier Portemonnaie, hier so eine Aktentasche und Obi-Wan, Ben Kenobi und eine Katze und ein Hund und Jasmin und Ilhami, Notebooks ohne Ende. Das ist schon, aber wisst ihr was, wir setzen uns einfach mal, hier gibt es auch Geschenke noch, hier, 3 CPU, Alice gibt's alle, Juliette gibt's auch noch, aber wir nehmen mal Melissa, ohne Strumpfhose. Und dann wollte ich, genau, hier den Wunderbaum wollte ich. Hier gibt es halt tausende von Sachen. Das ist wirklich Wahnsinn. Nehmen wir SpongeBob. Das ist doch super. Oder nehmen wir Patrick Schwammkopf. Ne, wir nehmen ihn. Ja, sparen wir sogar ein bisschen was. Ihr seht, hier kann man noch ganz viele mehr Sachen dran machen. Wir könnten hier vielleicht noch was nehmen. Blumen. Würfel, die da hängen. Oder ja, wenn wir so drin sitzen, wir wollen uns ja auch nicht die ganze Sicht hier zuhauen. Garfield. Also ich habe wirklich lange gebraucht. Was dieses Telepass ist, das würde ich mal gern wissen. Gibt es hier in sämtlichen Ausführungen. Tablet GPS gibt es auch noch. Also ohne Ende Sachen. Aber hier nehmen wir mal nichts. Gut, bestätigen das Ganze. Bestellen das Ganze, besser gesagt. Habe ich jetzt alles? Das habe ich, das habe ich, das habe ich. So, genau. Und jetzt schauen wir mal. Tja, das ist echt lustig. Ja, haben wir eine Mitfahrerin. So, und dann schauen wir uns mal kurz die Karriereentwicklung an. Und ihr seht hier, ich habe wirklich einige Fahrten gemacht. Ich glaube, 5 oder 6 hatten wir zusammen. Und jetzt habe ich 18. Das letzte war Milch. 18 Aufträge abgeschlossen. Also ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe mir einfach nur ein bisschen Geld erspielt. Ups, jetzt bin ich doch wieder. Und wir gucken mal. So, eigene Zugmaschine. Genau. Was gibt es denn in Roswell Schönes? So. So, Fräsmaschine. Das wäre natürlich was. 203 Meilen. Aber schafft das mal ein LKW? Das ist die Frage. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal was Einfacheres. Ich bin nämlich wirklich noch keine einzige
Strecke gefahren mit meinem LKW bisher. Wir nehmen mal hier Düngemittel nach Tucumary. Und ich würde sagen, wir fahren heute die Strecke und ich fahre schon mal hier oben irgendwo hin, damit wir in der nächsten Folge dann nach Oregon fahren können. Ja, wir nehmen mal Düngemittel. 16 Tonnen sollte er schaffen von Artesia nach Tucumary. Oder nehmen wir doch das. Milch. Oder Sägespäne. Nein, wir nehmen das hier. Düngemittel. So. Auf geht's. Ja, und jetzt haben wir da unseren Bordcomputer. Das ist doch super. Wo steht denn unsere Spritanzeige? Das hier, genau. Natürlich ist unser Tank randvoll. Gleich mit dazu bekommen. Einen vollen Tank. Das können wir mal ausmachen, so wie immer. Und alles fit bei dir. Das ist schon cool, so eine Beifahrerin. Jetzt ist schon wieder der Spiegel aus. So. Cool, wie hier vorne auch alles baumelt. Jetzt haben wir zweimal Spawnflug da vorne drin, sehe ich gerade. Aber naja, halb so wild. Da hinten liegt auch noch eine Flasche. Ein Snickers liegt da hinten noch. Schon krass, wie nah man da ranfahren kann. Ein bisschen weiter vor. Seht es, noch ist das Fahrwerk 2x2. Ne, wie nennt man das nochmal? Man nur zwei Achsen hat. Ja, 2x2, genau. Na. Kommt, Fahrt. Ah, wegen 2 Meilen, jetzt ehrlich. Mist. Ich war jetzt auch schon in San Francisco. Und das war echt cool. Da über die, ja, es ist gar nicht die Golden Gate Bridge, wahrscheinlich haben sie da keine Lizenz für bekommen. Die Brücke ist nicht golden, also in diesem Orange, sondern sie ist ja, metallic, sie ist grau, aber war trotzdem cool. Das war echt cool umgesetzt. Ja, 16 Meilen noch, es ist 11 Uhr morgens. Ich selber war übrigens offscreen auch noch nicht in Arizona. Das seht ihr daran, wenn wir mal die Map aufmachen. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle euch irgendeinen Schmarrn. Hier ist noch keine Stadt erforscht. Noch nichts. Also da, wo gelb ist, war ich schon. Und ihr seht, San Francisco war das nördlichste. Hier oben war ich noch nirgends. Übrigens habe ich Portland letztens gemeint, wo ich Philadelphia gesagt habe.
Okay, Hupe klingt auch cool, habe ich bisher auch noch nicht ausprobiert. Okay, 55 und 35. Und jetzt ja zumindest ein bisschen an die Vorschriften halten. So, ihr könnt schon mal rüberfahren. Jetzt sehe ich die Ampel nicht. Lass dich vielleicht doch noch mal. Ne, das ist das Lenkrad. Hier. Wo ist denn die Ampel? So. Da geht noch ein Stück. Ein bisschen nach oben geht noch. Ja, so ist gut. Noch nicht zu weit oben sitzen. Ich denke, das passt so. Polizei. Also so viel Polizei, wie hier unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Und auch auf den Fahrten, die ich jetzt gemacht habe auf Screen, mir ist so viele Sachen begegnet. Also zum Beispiel das hier, finde ich ja generell cool. Wirklich auch Unfälle, wo wirklich sich Autos überschlagen hatten, die Straßen komplett, der ganze Highway war gesperrt. Richtig, richtig coole Zufallssachen. In einer Auffahrt, wo ich abfahren musste, da waren Getreidelaster umgefallen und alles war gesperrt. Richtig coole Sachen. Also die haben hier wirklich nicht gegeizt. Guck mal unseren SpongeBob an. So, jetzt sind wir auch gleich da. No magic, just science. Scheint hier irgendeine Raffinerie zu sein. Oh Leute, was macht ihr da vorne? Boah, was machst du? Diese Bekloppten, echt. So. Genau, eigene Zugmaschine. Hier, genau, Düngemittel annehmen. So, wo steht er denn? Wo sehe ich das denn? Ah, da die grüne Flagge. Ist es der? Ja. Was ein geiler Sound. So, ankoppeln. Und auf geht's. Er zieht aber trotzdem noch gut. Ist okay. Machen wir hier mal gleich einen Screenshot. Das passt, glaube ich, ganz gut zum im Hintergrund mit der Raffinerie. Ich habe übrigens immer noch nicht rausgefunden, wie ich so eine freie Kamera aktiviere. Das wäre echt cool, wenn mir da mal irgendjemand helfen könnte. So, das sollte passen. Oder Moment. Vielleicht sogar so, damit man Melissa schön sieht. So. Sehr schön. Hast die Ausfahrt verpasst.
schon wieder die Polizei. Unfassbar. Nochmal die Polizei. Was ist hier los? Auch schön mit dem Auto da unten im Kanal. Okay. Auf geht's. Ab auf die Piste. Oh, der Sound ist echt super. Richtig schön am Krächzen. Ja, der kommt doch. Er kommt. Hat nur 10 Gänge. Das Getriebe ist halt noch nicht das Beste, aber wir werden ja noch aufsteigen in unserem Rang. Und dann kann ich mir auch bessere Getriebe kaufen. Weil na, nur 10 Gänge ist schon, da kommt halt nicht mehr als 70. Aber hat sich eh erledigt. Wieder 35. Einmal ganz durch Roswell. Grüne Welle, das ist super. Ja, mich hat auch jemand gefragt, der gute Guido, ob ich nicht mal eine Runde bei ihm im Euro Truck Simulator mitfahren will. Hat da irgendwie so eine Community, wo die immer zusammen fahren. Bin da schon geantwortet, aber auch an dieser Stelle nochmal, falls du das siehst, ja, da hätte ich schon Lust drauf, aber ich muss mir natürlich erstmal den ETS kaufen. Monatsende gibt es wieder Geld. Und dann werde ich da auch mal zuschlagen. Im Moment richtig Lust auf dieses Spiel, wirklich. Macht mir zurzeit richtig, richtig Spaß, hier mit dem LKW unterwegs zu sein. Ihr kennt das bestimmt, dieses... Man sieht irgendein Spiel und denkt sich, boah, da hätte ich richtig Lust jetzt drauf. Und dann habt ihr es dann und dann denkt ihr euch, ja, das ist richtig fett. Jetzt nur noch. Oh, was war das? Eieieiei. Da wackelt der SpongeBob. Was macht ihr hier wieder? Fahrt doch. Komm, fahr mit deinem... Was ist denn das? Chevy? Ja, jetzt geben sie Gas. Oh, endlich draußen aus Roswell. Oh, jetzt bremsen die wieder. Fahr doch! Ja, die Folge wird auf jeden Fall ziemlich lang. Aber ich werde diesen Auftrag hier jetzt noch mit euch fertig fahren. Boah, das sieht schon geil aus. Guckt euch das mal an.
Gerade wenn man so am späten Nachmittag unterwegs ist hier in der Wüste und die Sonne auch tief steht, das sieht schon richtig grandios aus. Ich meine, das ist nur ein Simulator hier. Das ist, grafikmäßig ist das schon richtig toll. Wie lange haben wir denn noch? 180 Meilen noch. Boah, Junge. Gib Gas. Ups, Entschuldigung. Da ist die Polizei. Ah doch, ich darf 70. Gib Gas. Ist dir aufgefallen, in Kalifornien darf ich nur 55 Meilen auf dem Highway fahren und hier in New Mexico sind 70. Ist das wirklich von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden? Scheint mir fast so. Und wir überholen die Polizei. Bye bye. Naja, wenn wir hier wirklich mit 70 durch können, dann wird das schon passen. Dann sind wir schnell da. Unsere erste eigene Fahrt. Sehr schön. Na, was haben wir hier? Ein Unfall. Eieiei, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das ist das, was ich euch vorhin erzählt habe. Das ist halt schon super gemacht. Mir hat aber auch jemand geschrieben, der Euro Truck 2 ist heutzutage nicht mehr mit dem zu vergleichen, was vor 2 Jahren war. Ich habe ihn ja wirklich das letzte Mal vor 1,5, 2 Jahren gespielt. Also ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ist ja im Moment auch Sale. Und die ganzen Sachen da kosten ja wirklich im Moment nur ein Apfel und ein Ei. Ah gut, wenn man da alles hat. Italien, Frankreich, in Skandinavien, Going East. War es Polen, Tschechien und Slowakei? Weiß ich gar nicht mehr. Und dann Skandinavien oben, Norwegen, Schweden. Und dann hat man ja noch behaunte Baltic Sea mit Lettland, Estland, ich glaube ein bisschen Finnland. Oh, das ist doch schön. Wir können die Liegestation umfahren. Haben wir uns mit dem Blödsinn nicht aufhalten. Oh Gott, wir müssen hier links. Dann schon krass, wie viele Länder man hat, wenn man alle Addons hat. Wenn da Deutschland, Österreich, Schottland, also Großbritannien an sich ist ja auch drin im Hauptspiel. Da ist schon gerade erst mal so bewusst geworden, wie viele Länder man dann hat. Das ist schon ziemlich krass. Und da gibt es ja auch die ganzen Modkarten. Darf man auch nicht vergessen. So, da ich nicht davon ausgehe, dass uns hier viel Polizei begegnen wird auf der Landstraße, fahren wir auch hier mal ein bisschen schneller, damit die Folge nicht elendig lang wird. Kann ich ja keinem antun, hier 40 Minuten Truck Simulator zu gucken. Aber 75 reicht dann auch.
Schneller braucht man nicht werden. Ja, auch cool, das ist, ich meine, das war gerade ein Rastplatz. Hier so eine kleine Kirche links. Ah, so schick. Alles so geil. Ah, jetzt trödeln die hier. Oh, Junge. Sagt einfach nichts. Danke. Aber es sind auch nur noch 75 Meilen. Da vorne geht's, glaube ich, schon wieder auf den Highway. Mache ich denn? Tatsächlich fast angehalten. Pecos River. Wo sind wir jetzt hier? Okay, nirgends. Guck mal an, hä? Ups. Entschuldigung. Aber jetzt geht's wieder auf den Highway. Hey, Junge, was denn? Oh, meine Güte. Ah, nicht Highway, Freeway, genau. Auf den Freeway. Was ist der Unterschied zwischen Free und Highway? Und ist das einfach nur eine unterschiedliche Bezeichnung von Bundesstaat zu Bundesstaat? Immer so nach Regen aus da hinten. Ist einfach nur neblig. Wüstensand aufgewirbelt. Darf man sogar 75 Meilen fahren? Gucken wir noch mal, was rauskommt aus unserem LKW. Ja, das ist doch mal nett von dir. Dankeschön, dass du uns Platz machst. Ah, ich schaff die 75. So, gleich haben wir es geschafft. Kommt mir das nur so vor, das ist echt foggy geworden, also neblig. So ein bisschen diesig. Okay, hier müssen wir ab.
Und dann nach links. Neun Meilen haben wir noch. Erster Aufenthalt in Tucumcari. So, ich dachte, es hieß Tucuman, es heißt Tucumcari. Oder Tucumcari. Das genau ausspricht. Keine Ahnung, oh, wir haben Rot. Und alles gut, Schätzchen. Echt lustig. Oh, wir haben grün. So klar, so klar. Oh, was machst du? Da, sag mal. Gerade ist ein Führerschein gemacht. Da hinten auch schön mit dem Zeppelin. Oh, schön hier rüber. Da vorne sehen wir auch schon unser Ziel auf dem GPS. Wow. Sehr geil. Ah. Die sind auch überall. So, und hier hinten ist wirklich nichts außer diese. Was ist das hier? Eine Farm. Adna. ADM. Ah, Rinderzucht. So. Ja, nehmen wir die einfache Variante. Alles andere würde jetzt zu lange dauern. Unsere erste eigene Fahrt ist damit abgeschlossen. Schauen wir mal. Ausgezeichnet. Sehr schön. Fortfahren. Ja, eins habe ich euch noch unterschlagen, meine Fähigkeiten. Ich habe jetzt hier Just-in-Time-Lieferung, also wichtige Lieferung freigeschaltet. Zerbrechliche Fracht und Gefahrengut Rang 1 und 2. Als nächstes werde ich dann hier noch dringende Lieferung, einen Punkt 3 machen. Ja, aber das soll es gewesen sein für diese Folge. Ist schon viel zu lange mehr, als ich geplant hatte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich die Straßen Amerikas unsicher mache. Macht's gut, ciao.